Beim Einkaufen, oh hoppla, in der Schule, während man das erste Mal das Mädchen seiner Träume küsst. Das sind nur ein paar Situationen, in denen man am liebsten eine Erektion unauffällig verstecken möchte. Keine Panik, da lässt sich was machen. Verstecken mit Hilfe einer angepassten Körperhaltung. Wenn man im Sitzen von einer Erektion überrascht wird, ist das Beste, was man tun kann, sitzen bleiben. Ja, auch in der Schule. Gibt es keinen Tisch, der einem Deckung gibt, heißt die Devise, entspannt nach vorne lehnen. Jede peinliche Beule lässt sich so einfach verbergen. Aber auch die Beine zu überkreuzen hilft. Doch auch ohne Sitzgelegenheit lässt sich eine Erektion lässig durchstehen. Ist das Bein angewinkelt, kann der Penis parallel zum Oberschenkel liegen, stehen. Und die Erektion wird für nichtsahnende Betrachter nahezu unsichtbar. Und apropos unsichtbar, hat man einen kurzen Moment für sich allein ohne Beobachtung, dann muss man schnell handeln, wobei die Betonung klar auf Hand liegt. Den Penis mit einem Griff unter Hosenbund und Gürtel stecken. Das ist ein beliebter und effektiver Trick, der natürlich nur funktioniert, wenn man eine Hose anhat. Anziehsachen sind sowieso immer sehr hilfreich. Elegantes Verstecken mit Hilfe von Kleidung. Wer öfter von Erektionen überrascht wird, sollte darüber nachdenken, längere T-Shirts oder Hemden zu tragen. Stoff verdeckt vieles, auch Beulen. Das liegt in seiner Natur. Auch die Art der Hose kann den Grad der Peinlichkeit wachsen lassen. Vor allem, wenn andere Sachen größer werden. In engen Jeans zeichnet sich alles ab. Wirklich alles. Deshalb besser weite Hosen tragen. Weite Hosen lassen den Penis Platz nach oben und er wird nicht auf halbem Weg dorthin vom Stoff der Hose aufgehalten. Wenn das nämlich passiert, ist die Beule in der Hose viel, viel größer.